Hallo, willkommen zurück zu LS15 mit dem Strahlemann. Hallo. So, oh ja, wir haben ja ganz schön viele Rüben hier drin. Ja, ich besame das Feld hier. Wo ist mein Trecker? In der... im Hof. Alles klar, ich habe nämlich jetzt eine Mission zu erledigen. Riga on a very important mission. Habe ich die Dingsgabel dran? Ja, wunderschön. Ich fahre nämlich jetzt die Wolle erstmal weg. Und dann muss ich dem Playboy aushelfen. Da hat nämlich ein Modell abgesagt. Und Rika hat sich dazu bereit erklärt, dass sie da für das Modell einspringt und sich ablichten lässt. Hm. Ich glaube, das will keiner sehen. Hm. Schon nicht. Ich glaube nicht. Ist ja auch Wurst. Ach, scheiße, die könnte jetzt gemeint sein. Wer sehen will, einen Daumen hoch. Macht sowieso keiner. Ja, und blöd schauen würdest du jetzt, wenn wir da alleine 5 Daumen hoch haben, oder? Ja, aber bei 5 Daumen hoch, dafür gebe ich mich noch nicht her, du. Ja, das habe ich ja nicht gesagt. Ja, für wie viele denn? Sag mir, wie viele Fake-Accounts muss ich erstellen? Das ist halt immer schwierig mit diesen Feldern hier. Oh, nicht so schnell. Oh Gott, bist du verrückt. Das Saat schön erwischt. Was? Ja, das Ansehen ist schwierig. Das sind ja nur so Nippel da auf dem Feld. So Nippel? Ja. Drahle und seine Nippel. Tu nicht so, als hättest du keine. Da sagt sie nichts. Nee, ich muss mich hier konzentration. Achso. Arbeitest mit dem Frontlader. Ey, warum bist du wieder raus? Oh Gott, nee. Das ist doch scheiße. Ich war doch eben drinne. Ach, ich bin auf die Rückwärtstaste gekommen oder was? Es handelt sich um die Frontgabel. Nicht, dass jemand das Falsche versteht. Bei mir. Oh. Halt! Ich will den Kontostand nicht wissen. Ich hab sowieso keinen. Ich krieg ja nicht mal Gehalt. Wieso solltest du Gehalt bekommen? Für meine gute Arbeit. Ich meine, du bist mit mir verheiratet. Du kriegst eh alles, was du willst. Ach so. Oder habe ich dir schon einmal einen Wunsch verwehrt? Na, Hilfe! Wow, alter Schwede. Also bald mir hier nicht das Feld selber nicht mehr. So, ich muss mal schon rausscrollen. Muss den da ja nur oben rauf sitzen, ne? Jawohl! Haha! Ist schön, aber selten so. Jetzt wird er da verpackt. Warte mal, jetzt muss ich mal so machen. Bin gespannt, was die Wolle bringt. Sagst du mir, wenn du sie verkaufst? Ja. Okay. Hätte ich sowieso gemacht. Naja, wer weiß. Vielleicht wolltest du dir das Geld heimlich einverleiben. Jo. Summ, 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 Bienchen brumm herum. Über Stock und... Ach nee, das war was anderes. Würde aber eigentlich aufpassen.
Was habe ich jetzt gemacht? Runter hier. Eine Mene, Miste. Es rappelt in Rikas Wollkiste. So. Und jetzt kann ich hier Arbeitsmodus an. Zack. Hier Palettenwolle. Ich bin begeistert. Jetzt kann das, glaube ich, auch nicht mehr runterfallen. Das weiß ich nicht. Bin noch nicht gefahren mit dem Teil. Es hätten noch 4 drauf gepasst, also noch mehr sogar. 6 hätten noch drauf gepasst. Aber egal, wir fahren erstmal jetzt die Wolle weg. Okay. Also wenn du Arbeitsmodus an hast, dann passiert nichts. Okay. Kann ich auch fahren wie der letzte große Pöbel, ey, das ist alles. Wie was jetzt? Große Pöbel. Hosenpöbel? Das ist gerade so aus meinem Hirn entsprungen, das Wort. Ja, man merkt's. Dass solange nichts anderes rausspringt. Darüber muss ich. Huch, leck. So, jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich wieder gegen den Poller fahre. Da weiß ich nämlich nicht, was dann passiert, ob das nicht doch runterfliegt. Die ganze Wolle im Meer versinkt. Nicht schon wieder. Die Frage ist auch, ob du dort abladen musst. Ja? Oder ob du einfach mit dem Hänger dorthin fahren kannst. Das werde ich jetzt mal gleich mir angucken. Ja. Dann tun sie das. Diesmal fahre ich aber den weiten Weg. Ach, da bin ich auch den weiten Weg gefahren, glaube ich. Holla, die Waldfee ist am Längen, wieso? So, hier ist ein Poller. Schön aufpassen. So, erstmal wiegen. Was wiegen wir denn mit dem ganzen Klumpatsch hier? Was? 8 Tonnen? 8,5 Tonnen wiegen wir. Mit Hänger. So. Hänge. So, Schranke, mach dich auf, ich komme. Auf! Dankeschön. So, gegen Poller gefahren bin ich schon mal nicht. GZ. Ich fahre auch ganz angemessen, muss ich sagen. Oh. War denn das mit der Wolle noch da hinten, glaube ich? Hallo Gitti! Du nacktes Luder. Eine nackte, mit Öl eingeriebene. Ja. Das noch nicht gesehen? Doch, ich hab's eh schon gesehen. Sie müssen erst den Mittelfehler ziehen. Ja, ich glaube, ich muss tatsächlich abladen. Na, dann tun Sie das.
Oh, da liegt schon der Playboy, na gucke. Nimmst mir auch einen mit? Ach, scheiße. Willst du mit dem Playboy? Schäm dich aber dich. Was sind das? Boah, dieses Ansehen ist echt toll mit den Schuhen. Was sind das? Hast du jetzt schon wieder entdeckt? Was ist das? What the fuck? Ah, geil! Was ist denn? Ah, geil! Ich weiß, wie ich das abladen kann. Cool! Wie? Du kannst bei dem Anhänger einstellen, auf welcher Seite du das abladen willst. Aha. Nach hinten weg oder zu den Seiten? Also musst du es jetzt doch nicht abladen, händisch? Nee. Verdammt. So, ich hab's verkauft. 4832. Ja, geht. Nein. Das ist ein bisschen mehr. Für pro Palette haben wir das bekommen. Pro Palette 4000? Ja. Jetzt haben wir 25.000 Kontostand. Oh, das ist doch cool, oder? Ja, ist okay. Winter kann man aber auch nichts zu sagen. Was willst du dazu sagen? Ach, jetzt kann ich wieder dieses Ding nicht... Ah, nee, es ist doch zum Kotzen. Was hast du denn für Problemchen? Dieser blöde... Anhänger? Nein. Das Gewicht. Gewicht. So, gleich haben wir das Feld hier auch fertig. Na Donnerknispe. Dann können wir es dann schon zum Spritzen anschauen. Na denn? Ja. Dauert aber lange bei dir. Ja. Während des Klärens. So, Playboy. So, ich wollte erstmal lesen, was da drauf steht, ne? Ja, lies. Ein Playboy liest man, genau. Hä? Ein Playboy, da liest man das, was drin steht. Ja, die Überschriften hier. Ja? Das Kader. Ich glaube, das ist dasselbe wie letztes Mal. Keine neue Ausgabe? Nee, scheinbar nicht. Beschiss. Wie kann ich jetzt nochmal einen Screenshot machen, dass der diesmal richtig abspeichert? F12 normalerweise. Ah, alles klar. Ja, ranzoomen kann ich aber auch nicht, ne? Schade. Doch, ah, wenn ich mich hinhocke, kann ich näher ranzoomen. Wieso kann ich nur ein Screenshot machen? Nein, muss das eben ja machen können. Wenn ich mich hinhocke, kann ich es nicht machen, so eine Scheiße. Dann mache ich mal hier auf Druck. Vielleicht funktioniert das ja. Sagen wir ein paar mehr so. So. Aber, Chefin? Ja?
Die Folge ist schon wieder zu Ende. Das ist aber was. Ja. Und das fällt auch. Oh, Donnerknispe. Gut. Warst du fleißig? Ja. Dann würde ich sagen. Entschuldigung. Er krepiert erstmal. Ja, ich krepiere mal. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge beim Herumspritzen. So, also tschüss, Baba, bis dann. Tschüss.